Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, sagt uns Jesus heute im Evangelium. Er warnt seine Jünger vor diesen Leuten. Er warnt vor der Scheinheiligkeit, vor der Heuchelei. Diese Heuchelei ist Gott ein Greuel. Ein Greuel ist es für Gott, wenn Menschen sich nach außen hin fromm geben, vielleicht sogar lange Gebete verrichten, aber im Herzen ganz anderes im Sinn haben, nicht Gott, nicht seinen Willen. Wenn sie nur ihren eigenen Vorteil suchen und dazu auch noch die Religion, die Frömmigkeit, Gott selbst benutzen wollen, in ihren Dienst stellen wollen, das ist wirklich furchtbar. Und Jesus, macht darauf aufmerksam, dass Gott das Herz sieht. Er sieht auch unser Herz. Er weiß, welche Gedanken wir haben, was unsere wahren Motive und Beweggründe sind, dass wir zu ihm kommen, zum Gottesdienst, oder wenn wir zu ihm beten, ob wir wirklich Gott suchen, ob wir wirklich Gott von Herzen lieben oder ob wir eigentlich nur unser eigenes Ich suchen, unseren eigenen Vorteil, unseren Egoismus pflegen. Gott kennt uns durch und durch. Wir können ihm nichts vorspielen. Und wenn wir einmal gestorben sind und vor Gott stehen, vor seinem Angesicht, dann fallen alle Fassaden. Dann zeigt sich, wer wir wirklich sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Was der Mensch vor Gott ist, das ist er. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nicht das Äußere zählt, sondern zuerst das Herz, das Innere des Menschen. Darauf schaut Gott, das ist ihm wichtig, denn Gott ist ja die Liebe und er möchte auch unsere Liebe, er möchte von uns geliebt werden, er möchte unser Herz erfüllen. Da dürfen keine anderen Götter sein, denn Gott ist, wie es in der Schrift heißt, auch eifersüchtig. Er lässt es nicht so, dass da irgendwelche Götzen seinen Platz einnehmen, diesen Platz, der nur ihm gebührt, unserem Schöpfer, unserem Vater im Himmel, diesem einen und dreifaltigen Gott. Bitten wir den Herrn, er möge uns erleuchten mit seinem Licht und unseren Glauben stärken, gerade dann, wenn unser Glaube geprüft wird, unser Vertrauen, so wie bei dieser armen Witwe von Sarepta. Es ist ja bewundernswert, wie diese Frau reagiert. Sie hat nichts mehr. Und sie ist eigentlich zum Tod verurteilt mit ihrem Sohn. Und sie nimmt das so gelassen an, mit so einer Gelassenheit scheint sie sich da hineinzugeben, in diese Situation. Wie viele von uns würden da gleich revoltieren? Wie schnell klagt man da Gott an, wenn es einem schlecht geht, wenn man nichts mehr hat? Wie schnell verliert man den Glauben und das Vertrauen, wenn man in Not ist? Diese arme Witwe zeigt, was Glauben bedeutet, was es bedeutet, Gott wirklich zu lieben. Sie ist sogar bereit, den Tod anzunehmen. Sie verliert das Vertrauen nicht, und dieses Vertrauen wird belohnt durch den Propheten Elia. Die Krüge füllen sich wieder, sie hat genug zu essen. Gott will ja nicht, dass wir zugrunde gehen, er ist ja der Gott des Lebens. Er möchte ja, dass wir das alles haben, was wir zum Leben brauchen, dass wir glücklich sind. Aber er braucht unser Vertrauen, unseren Glauben.
unsere Liebe und Hingabe. Und er schaut nicht auf unsere Äußerlichkeiten, auf das, worauf oft der Mensch schaut. Ja, wir Menschen sehen nur das Äußere mit unseren Augen. Wir lassen uns so leicht täuschen vom äußeren Glanz, von äußerer Größe, von dem, was äußerlich eindrucksvoll ist. Jesus durchschaut alles, denn er ist ja der Sohn Gottes. Er sieht, was diese arme Witwe im heutigen Evangelium gegeben hat. Er sieht, sie hat wirklich alles gegeben. Sie hat diesen kostbaren Schatz in ihrem Herzen, diese Liebe zu Gott, kostbarer als alle Schätze dieser Welt, kostbarer als Gold und Edelsteine, ist diese Hingabe, dieses Gottvertrauen. Ja, der Herr möchte auch uns ermutigen, dass wir in uns gehen, uns prüfen und uns einmal sozusagen mit den Augen Gottes anschauen, aber auch unsere Mitmenschen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind seine Geschöpfe, seine Söhne und Töchter. Das ist unsere größte, unsere erste Würde. Wir sind Geschöpfe, Kinder Gottes. Deswegen haben wir alle vor Gott diesen Wert, diese Würde, die uns niemand nehmen kann. Es kommt nicht darauf an, ob wir ein großes Bankkonto haben, ob wir viel besitzen, sondern darauf, dass wir das erkennen, dass wir kostbar sind in den Augen unseres Vaters im Himmel. Ja, so viel sind wir ihm wert, dass er uns alles schenkt. Ja, Gott gibt alles für uns hin, er gibt sich selbst in seinem Sohn Jesus. Er gibt für uns das hin, was ihm am kostbarsten ist, um uns zu retten. Und Jesus, er nimmt die Schuld auf sich, unsere Sünden, die Last unserer Sündhaftigkeit, unserer Schuld, und tilgt sie am Kreuz. Er vergießt für uns sein Blut, um uns aus der Macht des Todes, des Bösen zu erlösen, aus der Macht der Sünde, damit wir wieder frei sind, damit wir wieder erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, als Kinder Gottes, als seine Geschöpfe. Die heilige Theresia vom Kinde Jesu, die Ende des 19. Jahrhunderts mit 24 Jahren gestorben ist, die Kirche auch zur Kirchenlehrerin erhoben hat, sagt einmal: Ja, wer liebt, gibt alles. Lieben heißt letztlich alles geben. Das zeigt uns der Vater in seinem Sohn. Der Vater gibt alles für uns hin, weil er uns unendlich liebt, weil wir so kostbar sind in seinen Augen, so wertvoll. Ja, vertrauen wir neu dem Herrn, seiner rettenden Macht, seinem Erbarmen, und bauen wir auf sein Wort, dann haben wir unser Lebenshaus auf Fels gebaut. Dann brauchen wir keine schönen Fassaden, sondern wir können so sein, wie wir wirklich sind, so wie Gott uns gewollt und erdacht hat. Dann sind wir wirklich freie, glückliche und Menschen, die diesen Frieden nicht nur im Herzen tragen, sondern auch ihren Mitmenschen bringen können. Dann sind wir wirklich glaubwürdige Zeugen der frohen Botschaft des Evangeliums. Amen.